Und zum Dessert gibt's Melt Banana, live on stage. ...1993 gründen Sängerin Yakuzo Onuki und Gitarrist Ichiro Agata die Band Melt Banana. Mit allem, was die Verstärker hergeben, drehen sie Rolling Stones und Beach Boys Hits durch den Hardcore-Fleischwolf und bringen frischen Wind in die japanische Szene. 1998 spielen sie im Vorprogramm von Mike Patton und John Song. Außerdem steuern sie einen Beitrag zum Soundtrack einer amerikanischen Trickfilmserie bei. Aus unserem Plattenkoffer suchen sie nun zwei Alben heraus, die eine besondere Bedeutung für sie haben. Ich habe Bambi genommen, weil ich Walt Disney liebe. Peter Pan ist und bleibt zwar mein Favorit, aber Bambi ist auch süß. Als ich klein war, schaute ich viele Trickfilme, nicht nur von Walt Disney. Außerdem heißt eins unserer Alben Bambis Dilemma. Bei den Aufnahmen hörten wir immer ganz laut Who Killed Bambi von den Sex Pistols. Und irgendwann habe ich während der Tournee mal einen Hirsch überfahren. Seitdem höre ich ständig diese Stimme, die sagt Bambi, Bambi. Wow, der hat einen Pitchregler. Mist, man hört gar nichts. Bambi est un film de Walt Disney. Oh, es spricht auf Französisch. Mais c'est une histoire très particulière, toute dédiée à la nature et à la liberté. C'est une histoire dont les héros sont des animaux, mais qui raconte aussi la vie de la forêt et les terribles dangers que lui fait courir un être trop souvent irresponsable. Je veux parler de l'homme. Wir suchten einen Bandnamen und er sollte nach Pop klingen. Also meinte Agata, Pop ist Banane. Er bezog sich auf das Velvet Underground Cover von Andy Warhol. So kamen wir von Pop Art zu Pop und von da zu Banana. Also diese Platte, ich weiß gar nicht, warum ich die ausgesucht habe. Quatsch, natürlich weißt du das. Okay, ich habe mal ein Kraftwerk-Cover gemacht. Mal sehen, ob der Titel drauf ist. Showroom Dummies. Deshalb kannte ich die Platte. Aber ehrlich gesagt, als ich das Cover gesehen habe, dachte ich, es wäre ein Devo-Album. Anfangs trug ich keine Maske, aber ich hatte ständig heftiges Nasenbluten. Ja, am Anfang. Ich stopfte mir immer ein Stück Taschentuch in die Nase. Das sah dann etwa so aus. Und um das zu verstecken, trug ich die Maske. Dadurch ließ der Stress etwas nach und mit der Zeit hörte auch die Nase auf zu bluten. Ich weiß noch, dass ich solche Angst vor Live-Auftritten hatte, dass ich überall hinkotzte, bevor ich auf die Bühne ging. Ich bin kein Videospiel-Junkie, aber hin und wieder macht es schon Spaß. Das letzte Spiel, das mich begeistert hat, heißt Katamari Damashi. Da rollt ein kleiner Prinz eine Kugel durch sein Zimmer und
Wie würdest du das erklären? Er räumt auf. Genau. Zuerst herrscht in seinem Zimmer das totale Chaos. Dann rollt er die Kugel durch. Alles bleibt dran hängen und sie wird immer größer. Ja, am Schluss kannst du sogar Planeten schlucken. Guck mal, total witzig. Ja, der Hammer. Zum Totlachen. Schau, das ist das Zimmer. Du rollst die Kugel so vorwärts. Und alles bleibt dran kleben. Bleibt auf Sendung, hier bei uns im Fernsehen oder im Netz auf arte.tv.